Ja, das, was ihr hier vor uns seht, das ist wohl so typisch für den Gotthardtunnel. Ist aber nichts Spannendes. Es geht Nix. nur langsam voran. Okay, ich sag mal, wenn man Baustellenkind ist, also ich glaube jetzt hier der, wie heißt denn der komische, wohl der Hendrik drüben hier, Baggerfahrer, der würde wahrscheinlich sabber, sabber, sabber machen. Aber für uns ist das nun nicht wirklich. Das Einzige, dass man ab und zu mal sieht, dass hier der ein oder andere Baustellenmitarbeiter tatsächlich arbeitet. Ja, aber am Anfang haben die meisten nur rumgestanden. Also, ja. Nee, aber hier wird tatsächlich gearbeitet. Man glaubt es kaum. Ja, wir haben noch 25 Kilometer auf der Autobahn. Dann soll es runtergehen und dann geht es den Sustenpass drauf. Da haben wir noch mal 25 oder ja, 27 Kilometer. Ja, also da haben wir noch einiges vor uns. Aber wenn wir Glück haben, werden wir belohnt. Also wenn man die Aussicht, also wenn ihr jetzt die Autos euch wegdenkt, dann hat man ja doch schon eine schöne Aussicht. Also das da oben ist schön. Das hier unten, naja. Ist aber auch ganz schön in den Wolken. Ich bin gespannt. Mal sehen, wie es auf dem Steingletscher aussieht, ob wir noch eine Sicht haben oder ob es eher Pech gehabt ist. Das werden wir dann sehen. Ja. Das mal so als Zwischenbilanz. Wie sagt ihr, wir wollten euch auch mal einen Stau zeigen, den manch anderer immer wieder so in seinen Videos hat. Ja, oder fahren muss. Wir sind angekommen. Am Steingletscher oder auf dem, ja, eigentlich am Steingletscher, denn da oben, Und auch da oben, also genau, überall, da ist er. da werden wir euch auch mal Bilder einblenden, weil wie gesagt, wir können ja mit dieser Kamera leider nicht zoomen, aber Bilder können wir euch einblenden. Genau. Also richtig schöner Ort hier. Ich lache mich schon leicht kaputt, weil neben uns, die ja aus Landkreis Peine kommen, haben wir jetzt sogar noch jemanden aus dem Landkreis gefunden. Das ist der Also, Nachbarlandkreis. genau, ein Landkreis daneben. Also es ist immer wieder sehr lustig. Was wir gleich sagen müssen zu diesem Platz, man sagt immer, ja, das kostet 5 Schweizer Franken. Nein, nein, Vorsicht. Das ist nur bis abends. Das heißt, du darfst dann nur bis 23 Uhr hier stehen. Wenn du 59. auf den nächsten Tag möchtest, genau, 59, ja, 23:59 Uhr. Wenn du auf den nächsten Tag möchtest, musst du nochmal das gleiche bezahlen. Und dann hast du erst 24 Stunden sozusagen, oder mehr als 24 Stunden natürlich. Genau, das heißt, du hast hier 5 Euro, also 10 Euro haben wir jetzt für diese eine Nacht, die wir hier verbringen wollen, wo wir uns ausruhen wollen, oder 10 Schweizer Franken. Wenn ihr Schweizer Franken habt, solltet ihr lieber die machen, weil es ist dann günstiger, weil Euro ist ja eigentlich mehr wert. Genau. Wir werden jetzt eine Brotzeit machen, weil das hatten wir die ganze Zeit vor. 13 Uhr ist auch eine perfekte Zeit. Richtig tolles Wetter. Ich gehe mal ein bisschen weiter zurück, damit ihr es mitbekommt. Auch ich habe hier die kurzen Hosen an. Also es ist wirklich noch richtig, richtig warm hier.
kannst hier locker in kurzer Hose und T-Shirt. Wobei, meine Uhr sagt 13 Grad. Ja, aber die Sonne, da oben, da ist sie. Und die wärmt unheimlich. Und das ist richtig toll. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen spazieren gehen. Das wissen wir noch nicht. Aber jetzt machen wir erstmal eine Brotzeit. Also Mahlzeit. Leckerer Festball gehabt. Sehr gut. Auch ein bisschen noch ausgeruht, ein bisschen Social Media betrieben. Ja, ganz wichtig, zwei Leuten zum Geburtstag gratuliert. Ganz, ganz wichtig. Ja, das muss einfach sein. Lustigerweise wieder aus der Schweiz bei beiden Personen. Ja, wie vor zwei Jahren. Also, naja. Ja, und jetzt wollen wir auf jeden Fall mal so ein bisschen hier die Landschaft noch ein bisschen erkunden. Da oben, da hinten sieht es schon sehr, ich weiß nicht, ob man sehen kann, sehr düster aus da oben. Ja, aber solange das Wetter noch gut ist, sollten wir das noch ausnutzen. Also, ja, gehen wir jetzt erstmal da hinten hin zu diesem Seeplateau. Was auch immer. Ja, und nehmen euch mal mit, würde ich sagen. So, während der Marcel noch mal ein paar schöne Aufnahmen macht, stehe ich schon am Fuße des Gletschers. Also, am Fuße ist eher gesagt unterhalb, da ganz hoch. Ah, da oben sind die Bergsteiger, die wird Marcel gerade mal fotografieren. Ich denke, dann werden wir sie wohl mal einblenden. Aber, nee. Bis da oben hoch, hier nicht. Habe ich letztes Jahr in Norwegen gemacht, aber das mache ich hier nicht. Ja, da in die Richtung zeige ich euch mal. Dort ist noch eine weiße Fläche, na, so in die. Das ist auch noch ein Gletscher. Ja, ansonsten natürlich, also Geröllfeld, nicht, sage ich mal. Aber schön, vor allen Dingen toll, dass die Sonne noch da ist. Und Marcel, was hast du noch dazu zu sagen? Was glaubst du eigentlich für einen Schuss? Das ist ein Gletscher. Das ist nicht noch ja, ein Gletscher. Ja, nee, da hinten. Ja, das. Aber genau. Das alle. Ja, ja, da guck ist ein Gletscher. Guck sie an. Die sind verrückt. Nackig rennen sie. Ich wollte gerade sagen, ja, also wirklich nackig. Die Motorradfahrer haben sich gerade nackt ausgezogen. Ja, aber er hält also, naja. Er hält wenigstens die Mütze vor seinem. Achso, ja, naja, gut. Also, ich weiß nicht, der ist wohl ein bisschen, ist auch schon älter. Ja, egal. Naja, gut. Spielt auch keine Rolle. Die sind auf jeden Fall hier in diesem türkisfarbenen Wasser natürlich am Planschen. Es ist ja auch warm. Aber so warm, Leute. Nee, so warm ist es jetzt aber auch nicht. Ja, wir schauen hier nochmal ein bisschen rum, würde ich sagen. Und zeigen euch, wenn wir noch was Spannendes entdecken, natürlich die noch mehr. Die schießen hier andauernd. Ja, okay. Hier ist scheinbar in der Nähe militärisches Gebiet. Und deswegen gibt es halt immer mal ein paar Kanonenschüsse oder was auch immer. Jo, hier ist es etwas lauter. Aber hier gibt es frisches Wasser. Ja, das haben wir auch beide probiert. Das ist wirklich nicht schlecht. Kommt ja direkt aus dem Gletscher. Also da ist sehr wenig Umweltverschmutzung drin, sagen wir es mal so. Und selbst wenn, haben wir jetzt den Wunsch, dass es richtig flüssig wird. Ja, das glaube ich nicht. Also, Wahnsinn. Was da diese Massen an Wasser ein bisschen da runterkommen, also genau. Das sieht schon echt schön aus. Und das alles, das zeigen wir euch jetzt, bevor nämlich die Batterie alle ist. Genau.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Wir haben oh lecker gegessen und haben hier einen wunderbaren Abend hier verbracht. Hier auf dem Steingletscher. Viele, viele Bullis sind hier. Ich glaube, 6 Stück waren wir jetzt. Es sind schon viele wieder abgehauen, weil es ist sehr, sehr voll hier. Man glaubt es gar nicht. Aber es ist Freitag, es ist Wochenende und viele genießen natürlich hier den Steingletscher. Ja, Stefan war fleißig, hat das eine oder andere Drohnenvideo schon geschnitten. Ich habe 2 Videos fertig gemacht. Und ja, also diesmal geht das richtig gut voran. Also da muss man ja wirklich nochmal sagen, danke an Iris und Uwe für diesen super tollen Tipp mit dem Tablet, wie man da gut Drohne schneiden kann. Und das hat wunderbar funktioniert. Ja, und was soll man sagen? Es endet hier jetzt diese Folge und es endet auch unser Schweizer Vlog. Also die Schweiz ist vorbei. Wir werden morgen, also in der nächsten Folge, nach Österreich wandern. Das heißt, wenn euch Österreich nicht interessiert, ja, dann müsst ihr abschalten. Aber ich sage euch jetzt eins, ihr würdet vieles verpassen. Also genießt das, was demnächst kommt, die Österreich-Reise. Und bis dahin sage ich gute Nacht, weil Stefan kann nicht mehr halten. Und bis dann.